Hallo, heute berichte ich aus dem schönen kleinen Städtchen San Miguel am Salzsee von Torrevieja. Es ist ein richtiges, typisches, gewachsenes spanisches Dörflein, fernab von Tourismusleben und von Urbanisationen. Man hat zwar mal versucht, hier eine Urbanisation aufzubauen, das hat aber nicht funktioniert. Die Krise kam, Gott sei Dank oder leider, dazwischen. Das kann man sehen, wie man möchte. Rechts neben mir seht ihr eine kleine Bühne, die hier stabil aufgebaut ist, um Feste und Theaterstücke aufzuführen und zu zeigen. Und ja, also in San Miguel ist immer was geboten und immer was los. Die Kinder haben ihren Spaß, wie man sieht. Und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gassen und lassen uns inspirieren vom spanischen Deutsche Vita. Sagt man das so? Eher nicht, oder? Vom spanischen... Ja, wie sagt man denn das eigentlich? Sagen wir es einfach Spanisch. Viva España. Sagen wir es so. Okay, dann auf geht's. Viel Spaß. Natürlich ist hier auch eine Kirche. Wir sehen keinen spanischen oder überhaupt in gar keinen europäischen Dorf fehlen darf. Natürlich eine katholische Kirche. Wir sind in Spanien, das ist ganz klar. So, und hier sehen wir dann auch schon die kleinen typischen Gassen mit ihren Bars. So. Das sieht gut aus hier. Ich glaube, ich will hier mal essen gehen. Typisches kleines spanisches Restaurant. Ich bringe die Karte zurück. Gracias. Wir sind jetzt hier im Castello von San Miguel, das im Grunde genommen, so wie wir es gerade festgestellt haben, der absolute Partyort ist für Festivitäten aller Art, vermutlich hauptsächlich Hochzeiten. Und ein gigantisches Areal ist mit Festsaal, mit Nebenpavillon, mit Platz ohne Ende für, weiß ich nicht, 1000, 2000 Partygäste. Und schauen Sie es jetzt einfach mal in Ruhe an. Gracias. Geil, oder?